So, willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Grand Theft Auto San Andreas. Die Einleitung ist gerade ein bisschen seltsam gelaufen. Ja. Darf ich bitte jetzt... Danke, jetzt darf ich endlich kommentieren. Willkommen zurück und so. Ja, das letzte Mal haben wir die Mission hier angefangen und jetzt machen wir sie auch. Das letzte Mal habe ich halt nur die Cutscene noch stehen lassen. Anscheinend ist Mike, wer auch immer Mike ist, in Schwierigkeiten und dem müssen wir jetzt helfen. Okay. Gott, ich hasse die Physik von Autos bei Regen. Naja, mal sehen. Hoffentlich explodiere ich nicht. Das wäre vielleicht besonders nett, wenn ich nicht explodiere. Das wäre mal was anderes. Ach Gott. Ich glaube, da kommen wir nicht mehr rechtzeitig an. Ich weiß ja eigentlich, wo er ist, aber das ist doof mit dem Akku, weil wir müssen jetzt erst alles abfahren. Und bei dem Regen ist das ganz doof mit dem Fahren. Ach, ich bekomme wieder Geld dafür, dass ich irgendwie rumspringe. Aber hey, wir haben schon fast 60.000. Jetzt soll ich noch einmal durch die Gegend springen, da haben wir dann wahrscheinlich... Ja, 60.000. Ich wiederhole mich. Ich mag nicht zweimal hintereinander zu sagen. Es muss sein, aber das muss gerade auch wieder nicht. Naja, was soll's. Ups. Na gut, da fahr ich da mal hin. To the docks in East Basin! Oh Gott. Warte mal kurz. Ach, wie der das betont hat. To the docks in East Basin! fahr ich überhaupt den richtigen Weg? Oh, hier komme ich sogar raus. Das ist cool. Entschuldigung, wollte ich nicht töten. Gut, dann... Okay, dann gehen wir jetzt mal zum Flughafen. Am besten ohne, dass ich mich durchrammen muss. Ah, gut. Ja. Okay, wir haben noch 3 Minuten. Ich glaube, das wird funktionieren. Oh nein! Woher wissen die überhaupt, wie lange der Akku noch hält? Ach. Ja. Was wollen wir mal hören? Bounce FM. Warum nicht? Aber hey, es regnet nicht mehr. Hörst du mal auf zu reden? Ich kann nicht kommentieren, wenn du die ganze Zeit laberst. Okay, hier hinten ist das Signal stark. Ich glaube, ich weiß, wo die sind. Ich mache euch alle! Euch mache ich danach alle, aber erst den Van! Nein, ich traue mich ernsthaft nicht, den abzuschießen. Das Ding explodiert dann wahrscheinlich einfach wieder. Ach komm, die Bon Mendes. Mach das Ding kaputt. Und warum ist da Blut? Warum? Oh, ich glaube, ich habe den Typen getroffen. Ups. Was? Torino ist... Yeah. Warum? Warum ist er tot? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich glaube, ich möchte es auch nicht verstehen. Ich nehme einfach... Ja, ich nehme einfach die Mac hier mit und... Wir sehen uns dann, wenn ich wieder bei Jizzy bin. Bis gleich. Ich habe übrigens gerade was Nettes gefunden. Würde sagen, den nehmen wir mal mit. Hm? Ja, gefällt mir. Na gut, bis gleich. Also gut, wir sind wieder da. Ich bin gerade vom Motorrad geflogen. Sieht man wahrscheinlich an der Lebensanzeige. Ich überspringe die Katzen jetzt einfach mal. Ja, ich muss die Mission doch jetzt eh nochmal neu machen. Das ist schön. Auf zu kommentieren, ich bin hier der, der kommentieren soll. Ups. Ja. Yeah. Okay. Ich hoffe nur einfach mal, ich töte Mike jetzt nicht nochmal. Ich weiß eigentlich nicht, was ich getan habe. Ich dachte, wir müssen irgendwie den Truck zum Qualmen bringen, dass die aussteigen, aber
Ich sollte ein bisschen mehr darauf achten, was im Untertitel geschrieben steht. Ips! Entschuldigung. Ja, bei GTA 4 wäre unser Auto jetzt schon mal ganz schön gehandicapt, dann würde unser Auto automatisch nach rechts fahren. So wie ich das in Erinnerung habe. Und es wäre total deformiert und die Motorhaube fliegt ab und was weiß ich. Na gut. Yeah. Hier geht's lang. Ja, hier sind sie nicht. Das weiß ich schon. Mieps! Nein! Ach Gott. Okay. Ich glaube, wir haben Zeit für Pain Spray. Ja, ich glaube, da haben wir Zeit für. Oh Gott. Ich liebe dieses Spiel. Viel zu sehr. Na gut. Ja. Nein, ich möchte mein Auto nicht tunen. Wenn er schon Stil hätte. Ah, wir müssen Mike finden. Ah, warte, ich tune noch kurz mein Auto. Ich brauche unbedingt einen Heckspoiler. Sonst kann ich das einfach nicht. Naja. Jetzt fahren wir nochmal zu den Docks und dann wieder zum Flughafen. Und diesmal hoffe ich, dass ich nichts falsch mache. Ah. Nee. Ja, ich mache jetzt schon was falsch. Ich hatte ja eigentlich vor, von dem Raketenwerfer Gebrauch zu machen, aber ich habe dann auf dem Weg zu GC nochmal gemerkt, es ist vielleicht keine gute Idee, sondern Mike einfach mal in die Luft zu sprengen. Ich glaube, das würde so einige Probleme mit sich ziehen. Durch die Airport. Werde ich machen. Nein! Oh Gott! Warum fehle ich so rum? Ach so, wir können uns ein anderes Auto holen. Das ist schön. Dann gib mir bitte dein Auto. So, steig ein. Ach Gott. Ach nein, mein Reifen. Stellst du dich mal bitte nicht so an. Dann nehmen uns halt ein Motorrad. Steig endlich auf. Ich hab 3 Sterne. Danke. So. Oh, komm schon. Spiel. Na gut, ich hab 3 Sterne, hab mein Auto nicht mehr. Die Bullen sind hinter mir her und wollen mich umbringen. Und so ziemlich jeder andere auf dieser Welt will mich auch umbringen. Jedenfalls bei GTA. Kevlar, ich habe schon Leben verloren. Ich fliege jeden Moment vom Motorrad runter. Ja, ich glaube, die Mission wird nichts mehr. So. Ja, diesmal ist er, glaube ich, woanders. Ich guck mal. Nee, dort lang geht schon mal nicht. Wo sind sie denn? Ich glaube, die sind schon wieder da hinten. Okay, sind die wieder hier hinten? Ja, scheint so. Okay, orientiert den Balken, um den Van zu finden. Polizisten. Okay, was müssen wir jetzt machen? Okay, du schießt. Das habe ich verstanden. Der stirbt und ich... Ja, ich verliere haufenweise Leben, während die Polizei immer noch versucht, mich umzubringen. Ach Gott! Mann, geh kaputt! Und du auch, Van. Oh Gott, was passiert hier? Die! Oh Gott, ich brauch Kevlar. So, die. Okay, erst die Polizisten und dann ihr. Und warum habe ich eine AK? Hatte ich keine im Vor? Okay, anscheinend hatte ich eine AK, ich dachte die ganze Zeit, ich hatte einen vor. Aber, ja, ich hab... Cutscene. Thank God. Cutscene. Hey man, come on, hurry up. Burate. About time, Vivon. Who the fuck is this? Hey, that's one of Jizzy's clowns. Relax, Weddle. You hear that?
We gotta torch this van with the coke in it. Hey, Charlie, where we ain't torching nada. This is a setback, but doing 20 to life is a little more than that. Comprende, amigo? Hey, right, man. Let's do it and get the hell out of here. Hey, who the fuck asked you, payaso? This ain't a committee. Exactly. I call the shots here. Now shut up and let's go. Okay, bitte, bitte lass uns die Polizisten nicht mehr im Hinterteil haben. Anscheinend doch. Und ah, ey, wisst ihr, ich hab genau das Richtige dafür. Ah, verdünnisier dich, na klar. Hier steht ja extra eine Limousine für uns. Steigt ein. Am besten ohne euch anzubrennen. Ah, wir haben immer noch 4 Sterne. Hm. Schön. Ach Gott. Oh Gott. So. Kurzer Cut habe ich halt gerade gemacht und so. Den hätte man eigentlich nicht bemerkt, wenn ich diesem Polizisten uns vorbeigedüst wäre. Der hat dann nämlich total das Bild verändert. Und dann musste ich jetzt sagen, dass ich einen Cut gemacht habe. Das wäre seltsam gewesen. Und lasst mich in Ruhe! Lasst mich in Ruhe! Ich möchte nicht kuscheln. Danke, geh weg! Gib! Mann! Spiel hier! Oh, oh, Helikopter! Ich glaube, ich gehe gleich einfach mal aus der Limo raus und baller die alle aus ihren Autos und knall erst mal den Helikopter ab. Mir kann ja nur das FBI am Hintern kleben. Das ist ja noch nicht so schlimm. Mit so einem FBI-Van könnte ich schon was anstellen, aber. Ach Mann! Was macht ihr denn? Hört auf! Das ist nicht nett! Außerdem habe ich keine Kevlar und ich fühle mich sehr nackig. Sehr. Okay. Ich glaube, ich möchte dann doch mal eins eurer Autos haben. Gott. Aus da. Au. Ja. Stirb. Sterbt einfach alle. Alle. Du auch. So. Jetzt dürft ihr bitte einsteigen, bevor unser Auto explodiert. Ich glaube, das kann ich vergessen. Und ich bin tot. Hm. Oh Gott. Oh Gott. Ich glaube, wir haben die Mission nicht geschafft. Hm. Naja. Aber failen muss man ja auch mal, ne? Okay. Ich würde sagen, ich speichere auf Kamera. Wir holen uns das nächste Mal erstmal ein paar Waffen. Und das war's für diesen Part. Hoffentlich hat er euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.